現代のスポーツ界で最も深刻な問題の一つがドーピングです。検査方法や罰則がいくら強化されても勝つために薬物を使う選手は後を絶ちます。トップレベルの選手だけでなく若いアマチュアの選手までがドーピングの対象となるようになりました。チェリヒさんの住むバインハイムにはアマチュアでは国内1位の自転車レースチームがあります。自転車は最もドーピングの多い競技の一つです。チェリヒさんはこのチームの監督と協力関係を結んでいます。Guten Tag, Dr. Zelig, Dopingkontrolle. Grüß Gott, wir wollen mal wieder. Ich würde sagen, er kriegt Blut abgenommen und Sie geben Urin ab. Doping-Kennza を予告なしに行い、試合前の公式検査と全く同じ内容を調べるのです。試合のない時にも禁止薬物を取っていないか調べるとともに選手たちのドーピングに対する意識を高めるのが目的です。speziell der Radsport steht nicht im besten Licht die letzten Jahre und wir möchten einfach damit beweisen dass wir ohne Doping eine sehr gute Leistung bringen können und ich denkeWie gesagt, das kann man nur, wenn auch während der Trainingsphase und das ganze Jahr kontrolliert wird. また、チェリヒさんたちはスポーツクラブや学校で子どもたちにドーピングの副作用について説明する講演会を行っています。Das ist eine Folge, auf die wir gleich eingehen vom Turinabol, vom Testosteron.Also Zielsetzung haben wir ja gesagt, vermehrte Muskelmasse und Muskelkraft soll aufgebaut werden. Es gibt männerspezifische, das können also nur Männer kriegen, weil Frauen zum Beispiel dieses erste Wort hier oben, Gynäkomastie, bedeutet nichts anderes als Brustwachstum. Dann gibt es Dinge, die nur bei Frauen vorkommen. Die Stimme wird vertieft bei Frauen. Kann man sagen, kann ich mit leben, ist nicht so schlimm, aber...Es entsteht ein männlicher Haarwuchs. Und wenn eine Frau Haare am Bauch und an der Brust hat, ist das ja nicht so originell, oder? Das hat man nicht so gern. Jeder von Ihnen hat mal einen grippalen Infekt, jeder fühlt sich mal nicht so. Und dann greift man in die Hausmittelapotheke und da liegt dann Mobilat und andere Sächelchen oder Grippostat oder was auch immer. Da sollte man sich wirklich vorher genau erkundigen, was man einnimmt und ob es erlaubt ist.Ich fand es gut, weil man auch jetzt merkt, dass es eigentlich bei jedem Doping sind Nebenwirkungen dabei, die den Körper schädigen können. Es war einfach gut, das zu wissen. Ja, ich fand es sehr interessant und ich muss auch sagen, man, wie der Herr vorhin gesagt hat, man hört in den Medien hört man zwar viel davon, was die Leute alles machen und sie sagen auch, dass man es nicht darf, aber...Sie sagen jetzt nichts Explizites dazu. Es wird zu wenig direkt davon gesprochen, finde ich. Zum Verein passt. Ob das über die Medikamente ist oder ob es von Trainer- oder Ärzteseite kommt, einfach immer kritisch bleiben und sich auch dem Druck der Gruppe nicht aussetzen. Mensch, nimm doch mal was, da wirst du schneller oder...Diese Dinge, dass da einfach ein kritisches Bewusstsein kommt. Wir haben über 600 Dopingopfer in der DDR. Das ist ein Pool, aus dem man lernen sollte. Und das geben wir für die Zukunft weiter, dass diese Fehler nicht mehr gemacht werden. Kyu-Higashi-Deutsch の Doping は栄光の陰に潜んでいた薬物の恐ろしさを明らかにしました。犠牲者を再び生まないために、チェリヒさんは活動を続けます。